Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Petra Oberrauner. Die Vizebürgermeisterin von Villach. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Bundesministerin, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer zu Hause, was wollen wir im Bereich Innovation und Forschung für Österreich? Wir wollen zu den wettbewerbsstärksten Nationen aufschließen und wir wollen von Innovationsfollowern zu Innovationsleadern werden. Dass das auch für ein kleineres Land wie Österreich möglich ist, zeigt uns der Vergleich mit Schweden, Dänemark und Niederlanden. Wir haben in Österreich wenige Rohstoffe, aber wir haben ein intellektuelles Kapital, das wir zu heben sollten, das wir fördern sollten und das wir entwickeln sollten. Das ist deshalb extrem wichtig, weil unsere Wirtschaft in ihren Produkten konkurrenzfähig bleiben muss und weil der Standort Österreich Arbeitsplätze sichern muss über Konkurrenzfähigkeit. Das ist angesichts der globalen politischen Veränderungen möglich über eine wettbewerbsfähige Forschung und Entwicklung und wir brauchen europäische Eigenständigkeit in strategisch wichtigsten Bereichen wie Technologien der Zukunft. Forschungsprojekte in der Mikroelektronik und in der Batterietechnik, in denen Österreich gemeinsam mit europäischen Partnern engagiert ist, ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Ich möchte gerade in der Mikroelektronik ein Beispiel bringen, das mich dann zur Argumentation führt, künstliche Intelligenz und Förderforschungsbudget. Es gibt in meiner Heimatstadt Villach eine Mikroelektronik, die vor 25 Jahren, wo noch niemand sich für Hightech interessiert hat, von einem Bürgermeister mit viel Mut in eine Investition und in eine öffentliche Investition, mit einer öffentlichen Investition von 40 Millionen Euro, sich jetzt dazu entwickelt hat, dass es Silicon Alps gibt. Das ist ein Mikroelektronik-Cluster, das von 20 kleinen Mikroelektronikbetrieben in Villach zu 140 Betrieben in Österreich geworden ist. Es gibt Silicon Austria als angewandte Forschung und es gibt eine Standortinvestition aufgrund der Rahmenbedingungen, die es in dieser Stadt gibt, von 2 Milliarden Euro und 1.000 Arbeitsplätzen. Das ist erfolgreiche Technologie- und Forschungspolitik. Und deshalb bitte ich Sie dringend, Frau Minister, und ich schätze Ihre Ansätze sehr, das Forschungsförderungsgesetz, von dem wir seit 2009 reden, endlich auf die Schiene zu bringen und mit Geld auszustatten und wie versprochen die Strategie für künstliche Intelligenz fürs nächste Budget vorzulegen. Das wird der entscheidende Punkt für die Arbeitslosigkeit in Österreich werden, weil wir viele Leute, die in diesen Bereichen jetzt ihre Jobs verloren haben, auch mit Bildung so unterstützen können, dass sie zu Fachkräften werden, die genau diese Bereiche brauchen und die Industrie händeringend, nach denen die Industrie händeringend sucht. Geben Sie uns die Chance, uns zu entwickeln als Österreich. Geben Sie uns die Chance, zu zeigen, dass wir Leader sein können in diesem Bereich. Das Know-how haben wir, die Voraussetzungen haben wir, die Investitionen haben wir und die Betriebe, die weltweit Relevanz haben, haben wir auch. Wir müssen es nur tun und das wird ein Konjunkturpaket, das wirklich greift. Ich danke Ihnen.